Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Haul für euch und zwar haben sich wieder einige Sachen bei mir angesammelt. Ein Teil ist noch nicht angekommen, aber das werde ich euch irgendwie einblenden. Vielleicht, ich glaube, es kommt morgen an, aber ich wollte heute den Haul drehen. Und ja, ich war bei Brandy, bei H&M, bei Zara, dann zwei Paar Schuhe, dann noch was von MAC und von Lush. Das ist nicht nur Klamottenhaul jetzt, sondern halt auch ein bisschen Beauty, weil ich euch die Sachen einfach auch zeigen wollte. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Okay, ich fange jetzt mit Brandy an und zwar habe ich mir da drei Teile gekauft. Und ich zeige euch die auch alle getragen natürlich. Und zwar ist es erstmal dieses Top hier. Das ist nicht cropped, aber auch nicht ganz nicht cropped. Also es ist ein bisschen kürzer. Also so ein kleines Stück Bauch guckt der dann vielleicht noch raus. Und zwar ist es halt einfach so schwarz und hat drei Viertelärmel, was ich mega cool finde. Und der Stoff ist auch etwas dünner, also ist perfekt für den Frühling, finde ich. Und es hat so einen ganz kleinen Turtleneck, was ich auch richtig cool finde. Und ich finde, das Oberteil sieht halt einfach echt richtig gut aus. Eigentlich könnte ich das anziehen, aber ich dachte, ich zeige es euch jetzt. Und darum habe ich nur so ein grammliches T-Shirt an. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mir das gekauft. Und es hat 19 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein Oberteil aus genau dem gleichen Stoff eigentlich gekauft, wobei der vielleicht noch sogar ein bisschen dünner ist. Und zwar ist es dieses Mal in so einem Grau. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie das, aber trotzdem unterschiedlich. Und zwar hat es auch so einen kleinen Turtleneck obendran. Und das hat aber ganz normale lange Ärmel und ist auch generell halt ein ganzes Oberteil. Ich habe eigentlich fast nie Oberteile an, wo nicht bauchfrei sind, weil mir gefallen die anderen irgendwie immer besser, was eigentlich mega schlecht so ist. Voll kalt wird manchmal am Bauch oder wenn es so windig ist und so, aber jetzt habe ich ja mal eines, was wirklich lang ist. Das hat 21 Euro gekostet, also für Brandy sind die Preise ganz normal und die haben auch echt gute Qualität, also der Stoff ist mega weich. Und das letzte Teil, was ich mir bei Brandy gekauft habe, ist ein Pulli. Und zwar ist es dieser hier und das ist kein dicker Pulli, sondern der ist so ganz dünn gestrickt und ich finde ihn so schön. Der ist halt in so einem schönen Khaki und der ist ein bisschen oversized, also das ist halt one size, aber ist bei mir oversized. Und ich finde den mega, mega schön, der war etwas teurer, also der hat 35 Euro gekostet, wobei eigentlich so teuer ist das gar nicht. Also ich hatte ein bisschen struggle, ihn zu kaufen, weil es schon teuer ist, aber es ist an sich nicht so teuer. Wisst ihr, was ich meine? Egal, auf jeden Fall habe ich mir diesen Pulli gekauft und ich finde, der ist super cool für den Frühling und ja. Dann mache ich weiter mit H&M und zwar habe ich mir da auch zweimal das gleiche gekauft, was ein bisschen unnötig ist, aber ja. Und zwar habe ich mir erstmal so ein Weather, ich kann das Wort nicht aussprechen, also halt auf jeden Fall wie so ein Kapuzenpulli, bloß als Jacke, gekauft und zwar in so einem Khaki-Grün. Wie ihr seht, ich liebe Khaki, ich finde die Farbe so, so schön. Das ist, glaube ich, auch sogar ziemlich in im Moment, ich bin mir nicht sicher, aber ich feiere die Farbe mega. Und der ist aus der Männerabteilung, weil die da billiger sind und ich finde die Größe einfach viel cooler, wenn es einfach oversized ist. Ich liebe oversized Klamotten, vor allem solche Hoodies, oder es sind ja keine Hoodies, aber solche Jacken. Unter einer Lederjacke finde ich mega cool und es ist auch mega warm, weil jetzt ist es endlich wärmer draußen, so zwischen 10 und 15 Grad und da ist es dann einfach voll perfekt. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir den einmal hier in diesem Khaki gekauft und dann halt nochmal genau den gleichen in Schwarz einfach und die haben beide 20 Euro gekostet. Ich habe die in Größe S genommen. Also nein, ich habe einmal einen in S und einmal einen in XS. Ich habe den in S gar nicht anprobiert. Ich dachte, das wäre auch S. Egal. Auf jeden Fall habe ich die beiden Sachen gekauft. Dann mache ich weiter mit dieser Jacke hier und zwar ist die von Zara. Ich habe die schon auf ein paar Bildern gepostet und ich wurde ziemlich oft gefragt, wo ich sie her habe und da wollte ich euch das jetzt sagen. Und zwar, wie gesagt, die ist von Zara, die war auch nicht teuer, also die hat nur 50 Euro gekostet. Und die ist halt aus Kunstleder und die ist halt so in diesem Biker-Schnitt, das heißt, die hat, ich weiß gar nicht, ob man sehen kann, ob es zu dunkel ist, halt dieses Biker-Ribbelmuster da an den Schultern, am Rücken und hier unten an der Seite dran und ich finde die mega cool, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich mag die total, ich habe die im Moment fast jeden Tag an und dazu dann halt einfach so eine Jacke drunter, genau, und ja. Und dann mache ich jetzt mit den Kosmetik-Sachen weiter und zwar habe ich mir einmal zwei Sachen bei MAC gekauft und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich so viel von dieser Wimpernzange von MAC gehört und ich habe wirklich richtig gerade Wimpern, was richtig blöd ist, weil meine Wimpern sind lang, aber einfach gerade.
Und ich überlege auch mit Wimpern-Dauerwelle oder Wimpern-Extensions oder irgendwie sowas zu machen, weil es mich einfach mega aufregt. Aber ich dachte, ich probiere erstmal diese Wimpernzange aus, weil ich habe die im Laden getestet und die ist wirklich besser als andere. Ich habe sie jetzt so noch nicht benutzt, aber als ich sie da bei MAC ausprobiert habe, war die wirklich richtig krass, weil man drückt da drauf und das ist einfach krass. Ich wollte ja ein Review-Video zu dieser Wimpernzange haben und schreibt mir super gerne in die Kommentare, dann kann ich das mal machen und euch sagen, ob es sich lohnt, diese Wimpernzange zu kaufen. Die kostet halt 21 Euro, was schon echt teuer ist, aber ich dachte, ich probiere die jetzt mal aus. Und dann habe ich noch einen Lippenstift gekauft und zwar ist der jetzt ganz neu nach Deutschland gekommen, glaube ich, zumindest in Douglas haben sie gesagt, den gibt es noch nicht in Deutschland, aber im MAC Store gab es den. Und zwar ist es MAC Yash und das ist so nude und oh mein Gott, der ist so, so schön. Ich sterbe, das ist ungefähr der schönste MAC-Lippenstift, den ich habe und gesehen habe. Und ich bin so froh, den jetzt zu haben. Und der hat ganz normal wie alle MAC-Lippenstifte 20,50 Euro gekostet. Dann mache ich weiter mit Lush. Da habe ich nur eine Sache gekauft. Und zwar ist das der Lush Herbalism. Das ist ein Waschgel. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das schon. Auf jeden Fall ist das halt ziemlich austrocknend für die Haut. Und das ist halt gegen Unreinheiten. Und also ich persönlich finde eigentlich sogar, dass es gut riecht. Ich glaube, für die meisten Menschen wird es unangenehm riechen. Und es ist auf jeden Fall innen so richtig grün. Und ich finde den aber ziemlich gut. Ich habe den jetzt erst zweimal benutzt, aber also ich finde, es hat sich richtig gut angefühlt. Man soll den eigentlich nur alle zwei Tage nehmen. Ich nehme es aber trotzdem jeden Tag. Ich habe im Moment relativ unreine Haut. Aber seitdem ich das benutze, jetzt werden sich alle sagen, es kann gar nicht sein. Aber bei mir habe ich das Gefühl, das hat halt echt geholfen, weil ich habe das Gefühl, meine Haut ist schon besser. Ich habe jetzt zwar auch noch eine spezielle Creme vom Hautarzt, aber mir hat das, also ich finde das richtig gut. Das war ein bisschen teurer, ich glaube 13 Euro. Aber Lush ist ja auch Naturkosmetik und ohne Tierversuche und so. Und ja, jetzt komme ich zum letzten Teil, was ich wirklich hier habe. Und zwar ist es ein paar Schuhe. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger, also nicht länger, zwei Wochen oder so. Und ich wollte euch aber trotzdem mal zeigen. Und zwar sind es von Nike, diese Roche Run. Ich habe die auf Zalando bestellt, weil irgendwie wollte ich mal so Schuhe haben, die ein bisschen sportlicher sind, mit denen man vielleicht auch mal Sport machen kann. Oder halt auch einfach normal anziehen kann, damit das Outfit ein bisschen lässiger ist. Oder halt einfach, wenn man rausgeht, ein Hoodie, eine Leggings und diese Schuhe, weil die sind so krass bequem. Und ich habe die halt einfach hier in schwarz mit diesem silbernen Nike-Zeichen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet haben. Ich glaube 80 Euro oder so. Und ja, und außerdem habe ich mir noch ein paar Schuhe bestellt, die jetzt halt leider noch nicht da sind, aber ich wollte sie euch eigentlich trotzdem zeigen. Vielleicht blende ich sie euch noch ein oder irgendwie als Foto. Und auf jeden Fall sind das Superstars von Adidas, aber nicht die normalen, sondern diese mit dieser dicken Sohle. Die sind ja, ich weiß nicht, ob die neu sind, aber ich habe die neu entdeckt, also ich glaube, sie sind neu. Aber kann sein, dass es die schon länger gab, ich will euch nichts Falsches erzählen. Und so habe ich mir die in schwarz bestellt mit weißen Streifen und halt dieser dicken Sohle. Die kosten auch ganz normal 90 Euro, wie die normalen Superstars. Und ich finde, die sind so cool. Ich habe sie noch nie angezogen, ich habe sie nur bestellt, aber ich finde, die sehen mega cool aus. Vielleicht kommen sie an und ich denke mir dann so, okay, die sind doch hässlich. Aber an sich fand ich die bis jetzt echt cool. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Sagt mir mal, welches Teil von den Sachen ihr am schönsten findet, was ihr euch so neu gekauft habt. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ach so, und übrigens, was ich noch sagen wollte, vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe einen neuen YouTube-Namen und zwar Amelie Marina. Weil mir haben richtig viele geschrieben, ja, Lifestyle in Love passt gar nicht zu deinem Kanal und so. Und ich finde den Namen, oder fand den Namen auch nicht mehr so schön, weil irgendwie ist das ein bisschen kindisch. Und darum habe ich jetzt Amelie Marina genommen. Es könnten viele sagen, ja, du machst den YouTuber nach, die haben auch so einen Namen wie du. Aber ich habe euch gefragt, wie ich den nennen soll. Und es haben halt viele gesagt, ja, deinen ersten und zweiten Namen. Und das ist nun mal Amelie Marina. Und darum habe ich meinen Kanal jetzt einfach so genannt, weil irgendwie ich wüsste sonst keinen Namen und darum heißt er jetzt so. Das wollte ich euch nur noch kurz sagen und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr noch einen schönen Tag habt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!